jetzt kommt vieles auf ihn an, obwohl er, so fürchte ich, alleine das auch nicht mehr retten kann. Dieter Thoma, unser neuer Star. Dritter ist er in Einzelwertung des Weltcups. Dazu schon mal Gratulation, ob er für die Mannschaft noch alles retten kann. Heute ist er quasi ein Ein-Mann-Team. Und spielt der Wind auch noch mit? Und hoffentlich nicht gegen Dieter Thoma. Das ist Walter Hofer, der Co-Trainer, der aus Österreich zu Rudi Tusch gestoßen ist, ein Physiotherapeut, der jetzt das Zeichen geben wird an Dieter Thoma, wann sich der Schwarzwälder in die Tiefe stürzen soll. Walter Hofer schaut auf den Windmesser und jetzt gibt er das Zeichen. Hoffentlich war es das Zeichen zu einem feinen Satz. Auf geht's, Dieter! Ja! Der war weit. Endlich mal wieder zwei, die er steht, die er hinunterbringt. 119 Meter für Dieter Thoma. Und das sehen wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Mein Gott, da werden alle froh sein. Rudi Tusch, der Trainer, Walter Hofer und die Mannschaftskameraden. Das ist bei dem Dieter beim letzten Sprung in dieser Saison noch einmal klappt.